Hallo und herzlich willkommen zurück. Der Tag nach dem Absturz. Naja, eher die Woche danach. Mein Handy hat geleuchtet. Ja, willkommen zurück. Auf jeden Fall, wir haben das Inventar und alles so gut wie es ging wiederhergestellt. Genau, vielleicht sollten wir erstmal sagen, was überhaupt passiert ist. Die Welt hat Server ist gecrashed. Da sind wir wirklich komplett überall rausgeflogen. TS, alles drum und dran. Es hat die Welt fast komplett gespeichert, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Ich glaube, die letzten Züge hat es nicht gespeichert. Das Problem war bloß, unser gesamtes Inventar ist leer gewesen. Sprich, die Welt wurde gespeichert, nur wir nicht. Die Spielerdateien waren einfach weg. Ja, wir wurden komplett zurückgesetzt. Richtig. Deswegen durften wir dann letztes Mal in kleinster Byte alles wiederherstellen mit sämtlichen Verzauberungen. Sogar meine Rüssel ist wieder verzaubert. Ja. Stimmt, ja, die leuchtet. Ich habe sogar meinen Feuerstab wieder auf die Hälfte runtergebracht. Hier bei meinem Grafter genauso, also ja. Ja, stimmt vielleicht jetzt nicht ganz genau, was wir hatten, aber ungefähr war es das. Die Briefe. Ich habe mir die größte Mühe gegeben. Wie bitte? Die größte Mühe gegeben, die Tools hier so wiederherzustellen, wie sie tatsächlich waren. Das war gar nicht so einfach. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das richtige Schwert habe, weil. Ich weiß auch nicht, ob deins weiß oder lila war. Egal. Jetzt, wir haben einen Weg gefunden, beziehungsweise ich habe einen Weg gefunden. Und ich bereite dafür mal vor. Genau. Kaden wollte mir helfen. Was? Ich muss hier mein Treppenhaus nachbauen. Zuerst aber, wo hab ich die? Wo ist die Floppy hin? Die Floppy. Die Katze spinnt schon wieder. Jetzt schon. Ich habe gerade mal das angefangen. Ich brauche Dingens. Leider, aber. Du brauchst Dingens. Dingens, Inksack brauche ich. Die müssen in der Kiste sein. Beim Haus. Alle? Sieht fast so aus. I think so. Stimmt, das brauche ich auch. So, weil ich mache mir eine schwarze Floppy Disk und werde erstmal alles auf diese Floppy Disk speichern. Sieht gefährlich aus, was ich hier habe. Das ist es auch. Sieht gefährlich aus. Und das ich jage das jetzt einen Diablock in die Luft. Weil ich brauche hier was von. Oh, stimmt, hier spawnen Mobs, weil ich habe hier ja den Berg versucht abzutragen. Moment. Die schaffe ich mir mal kurz vorm Hals. Willst du von mir? Weg. So sind hier schon wieder so viele Rentiere außerhalb? Weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hab die doch vorhin erst. Anscheinend nicht erfolgreich. Katze macht einfach jetzt ganz frisch die Tür zu. Sie will wohl ungestört sein. What the fuck? So. Karten. Das bin ich meistens. Für alle zukünftigen Computercraft-Programme. Ja. Ich habe hier eine schwarze Floppy-Disk, da speichern wir alles drauf. Okay? Alle? Okay. So, ja, also alles, egal, ob wir jetzt mal so ein Programm schreiben oder so, egal für was. Wo ist die? Wenn ich schon mal weiß. Die hab ich gerade. Achso. Die hab ich gerade, weil ich hier gerade Ding drauf gespeichert habe. Okay. Weil wir müssen das Ganze hier umbauen. Ich helfe dir später, habe ich gesagt. Später? Diablock? Hast du den Diablock gesehen? Ich will erst mein Ding hier noch kurz fertig machen. Nee, noch nicht. Ich bin gerade hier am Vorbereiten. Ich mache das hier. Können wir dann alle zuschauen beim Big Bang? Bitte gerne. Ich habe Feuerzeug schon in der Hand. Ich mache mal das kurz hier so. Obwohl, hier könnte ich. Ach, da hinten. Ihr solltet euch. Machen wir das irgendwie schön zu. So. Wohin muss ich? C funktioniert hier leider nicht. Beim Berg, den ich versucht abzutragen. Ein wunderschönes Stichwort für unser Dungeon Defenders Let's Play. Wir spielen jetzt offiziell auf den Trendynet-Servern. Seit einer Weile. Ja. Okay. Lohnt sich das anzugucken. Nur so, by the way. Deko! Explosion! Boom. Das ist weg. So. Da ist ein Diablock. Da ist ein Diablock. Ach, meins. Genau. Und ich habe die Shards mal eingesammelt. Oder wie heißen sie? Diamond Shards. Genau, Tatsache. Warte, ich gebe sie dir direkt. 11 Stück. Da. Genau, es müssten insgesamt 18 sein. Oh, plus der Diablock, der überlebt. Halt, genau, das ist nämlich bei der Explosion. Das ist schon deswegen habe ich Industrial TNT gemacht. Mit dem normalen TNT, das habe ich ausprobiert, verschwindet der Diablock. Aber warum dann verschwenden, wenn man ihn auch behalten kann? So. So. Also, cheaten. Kann man aus den Diamond Shards wieder Diamant machen? Nee, ich glaube nicht. Aber man braucht den halt für das nächste, was ich jetzt hier machen wollte. Ich probiere das mal kurz.
So, das fleißig. Ja, ich habe... Nee, kann man nicht. Das... So. Als nächstes... Brauche ich mal kurz einen Nether? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob die Größe von der Hütte hier reicht. Aber, naja, mal gucken. Das wirst aber du dann zuerst... sehen. Aber ich vermute mal nein. Huh, Creeper! Das da. Und ab jetzt wird's lustig. So, ich... What the f... Was? Ich hab Creeper getötet. Ach so, ich dachte, hier ist irgendwo ein wildes Skelett. Ein wildes Skelett. Ein wildes Skelett. Ja, ich bin ein rampagendes Skelett. Du brauchst... Wie viele mache ich denn jetzt? So wie das es reicht. 6 Stück sind für den Router, so glaube ich, sind's. Und ansonsten brauchst du wirklich kein weiteres? Nicht, dass ich wüsste, nein. Nicht, dass du wüsstest. Ach, ich mache einfach mal 9 Blöcke, wir haben es doch. Für die Zukunft, falls wir es nochmal brauchen. Wir haben es ja, wir haben es ja. Wir haben es ja, richtig. So. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Oh, was ist denn hier? Ne? Das ist eine Hülle. Ich habe ja auch noch ein Computercraft-Projekt vor fürs LP, aber das muss ich offscreen machen. Da, da, da. Da. Ich will ein Programm für ein Turtle schreiben, das dann automatisch minen geht und sich selber dann wieder auffüllt später. Das wird aber noch dauern. Da könntest du ja theoretisch so eine Art offscreen, halb offscreen LP machen. Dass du sagst, du machst. Soll ich es aufnehmen und halt dann. Das machst du ja auch nicht. Mit deinem komischen Computerzeug. Ich hab's ja geklaut. Ja, ich mach's ja selber. Ich mach's das selber. Komplett. Ich schreib nur meine. Wow. Ich baue nur. Hallo? Meine Maus? Ich baue nur die Art vom Portal und die Mechanismen dahinter, die baue ich selber. Ich glaube, ich mach das hier in unserem See des Gedenkens. Ach stimmt, der Gedenksee. Ja, das ist heute entstanden. Unser heilige See. Der heilige Gedenksee. Mal kurz ein bisschen koppeln. So. Kurz so, eine Plattform. Dann tauche ich halt ab. Oder auch nicht. Hallo? Das ist okay. Mach es vielleicht doch aus Stonebricks. Wenn das hier mal einheitlich ausschaut. War das, scheiße Karten, war der Bildschirm jetzt 3 breit und 4 hoch oder andersrum? Der war 3 breit und 4 hoch. Genau. Das hätte ich dir auch sagen können. Also ich habe das Konstrukt schon gesehen, live und in Farbe. Und bunt. Richtig, mit den, was denn Farben? Genau. So. Hast du das Bildschirmprogramm eigentlich auch geklaut? Mit dem Touchscreen? Das setzt sich zusammen aus 2 Programmen. Okay. Aber im Grunde, das ist nur eine API. Die ist komplett öffentlich im Grunde. So, ich fange an. Das schaut aber cool aus. Scheiße, hier ist ein bisschen Bambus im Weg. Ach, der Bildschirm. Wollt ihr dabei auch zugucken? Der war war der nicht 4 breit und 4 hoch? Weil irgendwie kommt ihm so schmal vor. Weiß nicht mehr, was tust du, Sota? Ich verwandle jetzt Eisen in schwarzes Eisen. Dark Iron. Mit diesem Wrath Igniter, den ich ja gerade aus dem Chart gemacht habe. Oh, das ist dieses Böse. Da zünden wir nachher mal eine Welt an, um euch zu zeigen, wie... Ja, stimmt, regnet. Das baue ich als nächstes. Wir gehen mal ins Bett. Nein, das ist ja gar nicht... Wenn es nicht klappt, dann baue ich den jetzt. Den Rainmaster? So viel vor. Ich hab so viel vor. Nein. Gut, dann baue ich den jetzt. Dann muss das mit dem Anzünden kurz warten, weil... Ich könnte... Regen könnte hinderlich sein. Gut, also wir haben jetzt ein zweites Stockwerk. Ich sollte vielleicht noch Fenster einbauen, fällt mir gerade so auf. Das schaut so ein bisschen trostlos aus. Und hier vielleicht eine Tür. Oder sowas. Ich könnte es sowieso mal ein bisschen schicker machen hier. Obwohl, ich mache einfach die Tür hin. Ich bin jetzt zu faul, jetzt runterzulaufen. So. Ja. Warte. Okay, jetzt könnten wir ins Bett, weil wenn es gewittert... Dagegen kannst du nichts tun, oder? Ich habe zu wenig Wolle. Verdammt. Klappt das eigentlich noch? Tatsache. So. So. Genau. Glas wollte ich.
Wie not? Gehen wir ins Bett? Ah, verdammt, ich habe vergessen, mein Wireless Access Terminal zu linken. Ja. Wie geht das nochmal? Ja, das musst du hier im reinlegen. Im Controller, im ME-Controller. Hier, in dem... Wo war das? Ach da, ah ja. Genau. Ich wusste doch, irgendwo hier war das mal. Ich habe es letztens erst gesehen. Okay, gut, dann später. Wie war das? Wir können ins Bett? Ja, wenn es gewittert, kann man ins Bett. Echt? Wusste ich gar nicht. Mhm. Doch, weil dann das Lichtlevel so sinkt. Ach so. Logs? Ja. Bad. Achso, sprich, wenn man Angst hat vor dem Gewitter, kann man sich ins Bett kuscheln und hoffen, dass es aufhört. Genau. Hm. Oh, wie schnell. War das nochmal, das Donnerbuddy-Lied? Was bitte? Da ja, sitzen zwei Zeit Gestalten gesehen? Auf den Donnerbalken? Nee, keine Ahnung. Nein, Donnerbuddy. Donnerbuddy, I don't know. Ihr habt nie Ted gesehen? Den komisch sprechenden Bären? Nein. Ted? Achso, ich brauch mehr Wolle. Ach das? Ja. Nee, den hab ich nicht gesehen. Ach, ich hab gleich Glas unten mit dem. Darf ich die Schafe wieder umfärben, Kaden? Klar, ich brauche sie gerade nicht. Aber ich würde das Pink und das Braune lassen, weil das ist. Obwohl Braun ist relativ. Aber Pink würde ich lassen, weil das so selten ist. Ich fand das irgendwie süß, deswegen habe ich es gelassen. Okay, ansonsten kannst du alles umfärben. Schere brauche ich tatsächlich jetzt mal, aber die. Warte, nicht mehr da. Schere habe ich eine. Wo bist du? Stehst du draußen? Nee, ich bin noch drin. Warte, ich schmeiß das vor die Haustür. Okay. Oh Gott, ich muss Dankeschön. Ja noch. Oh, ich muss ja noch. Ja, jetzt geh rein. Jetzt geh rein! Geh rein! Scheiße, ich komme nicht rein. Bin zu fett? Bin ach, zu fett? Verdammt, ich wollte gerade das Schwein färben. Das Schwein. Wir haben ja ein bisschen Gummi, Uberger. Ja, 6000. Ein bisschen. Dann kann ich ein bisschen. So, dann können wir die Dinge auch wieder anspeisen. Machen. Also, wenn wir wieder Gummi bräuchten. Raw Plastic brauche ich. Nee, wir haben Raw Plastic sogar noch, glaube ich. Da war es Sheets. Aber das Pinke kann ich trotzdem mal scheren. Halt, warte mal, hä? Das Pinke scharf. Schwule Wolle. Das Braune. Ach so, rum geht das. Ach, das Braune. Schwule Wolle. Eigentlich ist es ja wurscht, welche Wolle. Aber da wir meistens die weiße verwenden für Endertank, oder hast du nicht gesehen, habe ich die mal jetzt weiß gemacht, die meisten. Okay. Aber halt, Schere. So, ich mache jetzt aber mal eine große Glasfront, was wir dann später mit Raumaufteilungen zu machen, wenn wir überhaupt eine Raumaufteilung machen. Das kann man dann immer noch entscheiden. Ach, fuck. Ja, oh. Was sollen das hier für Kraftausdrücke werden? Hallo, geht's eigentlich noch? Ja, gut, dann mach ich es halt hier. Und was noch? Verdammt, so? Wir brauchen noch autarkic Gates, wollen noch. Na, jetzt mach ich der Turret hier blöd an. Einmal. Endgate. Natürlich reichen die Scheiben nicht. Ach doch, ich hab so. Noch welche. Ich hab einen Rain Muffler. Wo tue ich den hin? Warum habe ich ihn? Ich weiß nicht, wie viele Chunks der reicht, aber er hat eine gewisse Reichweite. Logs kann es irgendwie sein, dass ich ein Wireless Modem von dir aufgenommen habe? Weil ich habe eins im Inventar. Kann gut sein, dass. Frag mich gerade, wo das kommt. Warte, ich schmeiß es mitten zu deinen Füßen. So, ich stell's erstmal dahin. So. Ich mache mir mal kurz Chips. So, jetzt aber, ich zünd's an. Wie du isst während dem LP. Ja. Baden? Der nimmt sich was. Ja, was? Entschuldigung. Toter macht Feuer. Toter macht Feuer. Oh, wer will Feuer sehen? Halt, lauf. Böses Feuer. Deswegen habe ich das auch komplett vom Wasser umzäunt. Wer zündelt, ist sexuell unbefriedigt. Darum kümmere ich mich nachher. Ist der Kahn ist da, okay. What the fuck? Das ist voll böse, das Zeug. Das ist eigentlich voll gemein, weil wenn du nur ein Stück weiter weggehst, siehst du das nicht mehr. Aber es brennt halt höllisch. Und ja, es macht jetzt das normale Eisen zum schwarzen Eisen. Kann sich aber nicht über Wasser ausbreiten. Deswegen Gott sei Dank, sonst hätten wir jetzt echt ein Problem. Ich hab damit mal. Ich glaube, Lox hat dir das Bild geschickt. Ja. Das ist dieses Feuer. Genau. Das können wir nachher auch mal den Zuschauern zeigen. Dann mache ich eine Welt. Und ja, dann schmeißen wir das mal da rein und mal gucken, geht der Punk was ab. Passiert. So, ich brauche ein normales Gate, das heißt, ich brauche Redstone. So, Redstone. Da wir die dumme Angewohnheit haben, zurzeit ständig Überlängenfolge zu machen, würde ich sagen, hören wir mal kurz auf. Ja, okay. Komisch war, dass der Koppel da weg war. Habe ich den abgebaut? Komisch. Lox? Ja. Können wir kurz? Ja, können wir. Gut, dann bis nächstes Mal. Ciao, ciao.